TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute ein Secreto und dazu gegrillten Spargelsalat. Und dafür brauche ich die folgenden leckeren Zutaten. Es geht los mit diesem Stück Secreto. Dann habe ich hier frisch geriebenen Parmesan, grünen Spargel und hier nacheinander Olivenöl, Salz, Pfeffer, Oregano, eine Knoblauchzehe, eine Zitrone, Honig und Senf. Ich beginne mit dem Rosmarin, den brauche ich für das Secreto als Bestandteil der Marinade. Den zupfe ich mir hier einfach vom Stängel runter und hacke ihn mir dann möglichst fein zusammen. Wenn das geschehen ist, nehme ich die Knoblauchzehe und schneide mir die hier gleich direkt auf dem Rosmarin. Der wird dadurch noch feiner und nachher wandert sowieso alles zusammen noch einmal in den Mörser. Gut, wenn das geschafft ist, dann, wie gesagt, wandert der Rosmarin zusammen mit dem Knoblauch schon mal in den Mörser. Und jetzt geht es dann weiter mit Salz und Pfeffer sowie etwas Oregano. Und dann wird gemörsert, was das Zeug hält, bis eine homogene Paste entstanden ist. Dazu gebe ich dann noch etwas Abrieb von der Bio-Zitrone. Und wenn die Platz genommen hat, folgt noch etwas Olivenöl. Jetzt habe ich so eine richtig schöne pastöse Marinade. Die rühre ich hier noch etwas zusammen und dann kommt sie mit flinken Fingern aufgebracht auf das Secreto. Das könnt ihr gerne auch schon am Vorabend machen. Umso besser wird das Ergebnis. Einfach ein bisschen marinieren lassen, bevor es dann weiter verarbeitet wird. Gut, ich kümmere mich jetzt weiter um den grünen Spargel. Da gilt es erstmal, die holzigen Enden abzuschneiden. Und wenn das geschehen ist, dann habe ich hier Olivenöl, gebe anschließend etwas von dem Fleur de Sel über den grünen Spargel und Pfeffer und dann noch etwas Oregano. So, dann kann der Spargel kurz durchgemischt werden, bevor er dann auf den Weber Go Anywhere wandert. Den habe ich mir wieder eingerichtet mit direkter und indirekter Zone, etwa Hälfte, Hälfte, linke Seite direkte Zone, rechte Seite indirekt, und der hat jetzt so richtig Schub gehabt. Das heißt, da musste ich jetzt aufpassen, dass mir der Spargel nicht gleich anbrennt. Er hat ziemlich schnell Farbe bekommen und deswegen ziehe ich den Spargel dann anschließend noch in den indirekten Bereich, wo ich ihn dann noch zu Ende gare. Das heißt, ich möchte nicht ganz weich gegart haben, der darf ruhig noch etwas Biss haben, aber bis das eben soweit ist, kommt der Spargel in den indirekten Bereich. Der Spargel ist jetzt fertig gegart, kann runter vom Grill. Den packe ich mir jetzt hier erstmal in die Konsistform und mache dann weiter mit der Marinade. Dafür brauche ich frischen Zitronensaft. Das ist die Zitrone, die ich vorhin auch schon für die Marinade benommen habe. Da putzen jetzt ein paar Kerne rein in den Saft, macht gar nichts. Die fische ich mir schnell wieder raus aus dem Saft und dann geht es weiter mit den weiteren Bestandteilen meiner Salatsauce. Und zwar kommt hier erstmal eine gehörige Portion vom geriebenen Parmesan hinein und zusammen mit dem Zitronensaft ergibt es dann so eine, ja, man möchte fast sagen Käsepaste. Der Zitronensaft löst den Käse so ein bisschen auf, als würde er fast schmelzen. Dann rühre ich das Olivenöl runter. Auf das Olivenöl folgt dann Salz und der Pfeffer. Und so langsam ergibt das ein homogenes Dressing. Was sich da immer gut macht in so einem Salatdressing, ist etwas Senf, weil der verleiht dem Ganzen so ein bisschen mehr Stabilität, dass sich die Flüssigkeiten nicht nachher wieder trennen. Zum Schluss gegen die Säure setze ich noch ein bisschen auf den Honig und dann ist unser Dressing auch schon fertig. Den Spargel jetzt einfach in grobe Stücke runterschneiden. Wer es feiner möchte, macht es feiner. Mir gefällt es so ganz gut. Und dann das Ganze etwas miteinander verrühren. Und dann kann der Salat durchmarinieren. Und wir können uns endlich ums Secreto kümmern. So, das Secreto wandert jetzt direkt auf den Grill. Das heißt, hier muss man jetzt aufpassen, der hat richtig Schub. Und ihr seht es schon, ich wende und wende und wende alle 20 Sekunden etwa mit der Flip-Methode, bis der Bräunungsgrad des Secretos erreicht ist, den ich gerne erreichen möchte. Würde ich es zu lange liegen lassen, würde das zu schnell zu dunkel werden. Jetzt hat es das Fleisch geschafft, die Bräunung ist ideal. Also ab damit in den indirekten Bereich und gar ziehen lassen.
So, bei ungefähr 62, 63 Grad Kerntemperatur ist das Secreto fertig und sieht wunderbar aus und kommt ab aufs Brett. Tja, das war mein Video zum Secreto mit gegrillten Spargelsalat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen positiven Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr mögt und es noch nicht getan haben solltet, lasst mir gerne auch ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.